Hi, heute zur Folge Clash Quest und zwar mal wieder die Liga. Ja, ich bin Platin 1 geblieben. Hab auch gestern schon gespielt, hab da nicht allzu gut abgeschnitten, obwohl ich einen Token benutzt habe. Ich habe 6 Stages, 8 Demons, das heißt, das war gestern nicht wirklich gut. Hier sehe ich auch schon, haben die ersten über 20. Er hat heute 12 geschafft. Hier auch 13 mal, 12. Dann hier noch weiter unten 11. Okay, also recht viele. Hier auch nochmal 11. Ja, also die meisten über 10 auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen. Ach nee, was ich noch davor sagen wollte. Ich habe eigentlich Liga-Video 100 hochgeladen, aber das hat es nicht irgendwie gemacht. Das ist nicht ganz durchgegangen, keine Ahnung. Also wenn ihr das nachträglich noch irgendwie hochgeladen haben wollt, dann kann ich das noch machen. Wenn nicht, kann ich es aber auch einfach lassen. Das würde einfach die komplette Reihenfolge durcheinander bringen, wenn ich dann einfach Folge 100 irgendwo einschiebe. Aber wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt, dann kann ich das auf jeden Fall mal machen. Wenn nicht, lasse ich das Ganze einfach. Und dann, ja. Ach übrigens, es war eine Special-Folge, da habe ich die ganze Folge keine englischen Wörter sagen Challenge gemacht. Genau. Und dann würde ich jetzt sagen, gehe ich rein in die Liga. Okay, der Start ist gar nicht mal so schlecht im Vergleich zu gestern. Ich fange mal mit dem Bomber hier hinten an, da sind die Mauern direkt offen. Und dann kann man hier direkt mal die Giants hinterher spielen, würde ich sagen. Ja, dann spielen wir den Bomber. Okay, ich habe überlegt, den Packer vorne rechts zu retreaten, das macht jetzt hier auch keinen Sinn mehr. Ne, können wir eigentlich von rechts nehmen. Dann noch zwei Rockets mitgenommen. Gerne die drei Barbaren da vorne würden reichen. Die Frage ist, macht was anderes da mehr Sinn? Vielleicht ein Bombenspiel? Ne, komm, ich spiele die Barbaren einfach. Okay, hier nehme ich mir die Packer mit. Dann fange ich hier mal mit den drei Bombern an. Ja, würde ich hier vorne die Barbaren alle wegmachen. Die stehen da gar nicht gut. Auch wenn es eine Kamo war. Und dann könnte man das schon so spielen eigentlich. Ja, mache ich. Nochmal zwei Rockets und die Switch spiele ich auf jeden Fall. Ich würde jetzt mal darauf gambeln, dass hier noch ein Barbar kommt. Ja, das ist auch passiert. Da habe ich ganz schön Glück gehabt. Dann passt es doch. Wenn ich auch mal Glück haben darf. Connecten wir jetzt hier mal einen Barbar noch dazu und dann können wir die drei Kinder spielen. Und ich würde sagen, den Rest kriegen wir dann schon noch down, genau so. Und jetzt haben wir da ganz schön viele Picker auf dem Feld und müssen schauen, dass wir keinen Overkill machen. Aber das sollte nämlich mal klappen. Indem wir den Bomber spielen, machen wir erstmal den hier. Ja, können wir schon mal die Picker mitnehmen. Und dann würde ich hier mal switchen, wir kriegen Dual Blade dazu, oder? Ja. Genau so habe ich mir das gedacht. Haben damit auch jetzt schon drei Stages geschafft. Das ist keine wirklich Bomber-Stage hier. Ich nehme mir die 5 Rockets mit, weil das andere alles noch schlechter wäre. Ja, doch, ich bin die Bomber trotzdem, würde ich sagen. Oder? Ja, ich retreate einmal noch hier. Ne, war nix. Gut, da war nix. Hätte halt auf den Bomber noch gehofft. Aber kann ja nicht immer klappen. So, dann würde ich hier eine Rocket auf jeden Fall spielen. Und dann vielleicht zwei Barbaren hierfür und dann zwei Giants, dann wenn dann. Macht das Sinn? Ich denke,
Gott, bin ich lost. Das war jetzt unter mir. Ja, egal. Probieren wir. 4 Stages habe ich. Na, ja, die Packer kann ich eigentlich nicht nehmen. Dann mache ich einen riesigen Overkill. Dann muss ich die Bombe nehmen. Ja, die spiele ich hier auch so. Und dann wahrscheinlich den Packers finishen. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. So dann. Ja, auch wenn die alle in Angriff sind. Aber anders kriegen wir die nicht wirklich down. Okay, hier sehe ich mich in den Prinzen auf jeden Fall. Die reichen so noch nicht. Aber wir können den hier hin switchen. Ja. Mehr können wir da nicht verbessern, außer wenn wir hier rocketen hier vorne. Den hier rocketen. Ja, und dann. Das kann man gleich noch machen. Da würde auf jeden Fall eine Rocket reichen. Na, ich steige mir die Comments um. Da würde eine Rocket reichen. Ich kann aber auch hier die Giants spielen. Würde ich auch machen. Ja, nochmal. Okay, da könnten jetzt gerne mit Bomber kommen. Passiert auch. Ja, switchen wir mal den hier vorne hin. Und dann reicht das dann auch schon. Jetzt Spiecher kriegen wir hier eh wieder neu dazu. Nämlich 3 Stück. Ja, passt doch. Okay, das ist jetzt ehrlich gesagt eine schwierige Entscheidung. Meiner Meinung nach. 4 Packer wären halt 6 Gebäude. Im besten Fall. Also ich habe einen auf dem Feld. Im besten Fall dann 8 wahrscheinlich jetzt. 2, 4, 6, 8. Das würde reichen. Komm, machen wir das einfach mal. Oder habe ich mich da verrechnet? Nee. Passt schon. Kommen wir den einen da hinten hin, spielen und so. Dann hat er auch die Klinge und dann reichen wir die Packer. Ach, okay. Der Rifle hier ist natürlich nichts mehr. Die Gebäude sind sehr tanky, würde ich einfach mal davon ausgehen. Puh. Ja, ich wäre jetzt, wenn ich ehrlich bin, sogar bei den Giants, aber ich weiß nicht, ob die mehr machen als die Rockets. Ich könnte es mir eigentlich nicht wirklich vorstellen. Na ja, doch, komm, wir gamen einfach mal. 1-6er, 1-6er, ja. Den machen wir auf keinen Fall mehr als die Rockets. Allerdings gamen wir hier einfach nochmal und das war natürlich wieder nix. Ja, was machen wir dann? Dann machen wir einfach mal hier die Mauer auf. Spielen wir vorne Rockets. Ja, nochmal 2 würde ich sagen. Dann hierauf nochmal eine, das nix spawnt. Ja, doch, passt schon. Ich denke, so schlimm war es jetzt auch nicht. Allerdings bekommen wir hier wieder einen Drecksrefill. Ich nehme einfach nicht mal Bahn. Ich glaube, die machen da noch so mit am meisten. Ich bin auf jeden Fall erst den Bomber. Kriegen wir keine Verbahn raus. Ja, da geht halt ein Crit auf die Hütte. Das ist recht bitter. Aber lässt sich nicht wirklich verhindern. So, 1-4er, 1-6er. Wieder Rocket, wieder Rocket. Das ist ein 1-6er. Die haben weniger. Dann wieder Rocket, hier noch einer. Und hier noch mal einer. Ja, spielen wir die Bahnmasse. Und dann
Wahrscheinlich noch eine Rocket hinterher. Glaub nicht, dass ich jetzt die Comet spielen werde. Ne, machen wir nicht. Da spiele ich die Rakete. Ja, würde ich sagen, können wir die mit den Trophäen fast anfangen und dann die 10 Prinzen hinterher hauen. Macht in meinen Augen Sinn. Ja. Ich glaube, ich bin hier mal in Rocket. Da hinten kriegen wir noch 2 raus im besten Fall. Ja, wir müssen eigentlich noch fast davor Rocket spielen. Obwohl, ne, es greift ja nichts an. Verbessern können wir jetzt eh nicht mehr. Können wir auch spielen, auch das hier. Ne, verändert man das Negative. Ne, kann man spielen oder so. Dann stehen die Rockets im Nachhinein. So, einmal, nochmal. Und haben jetzt auch 11 Stages, so wie die allermeisten heute. Ja, und so wird es ja auch nichts mehr. Nehmen wir uns die 10 Prinzen mit. Obwohl, doch, könnte noch was werden, wenn der Packer rauskommt. Der spielen wir einfach mal so, würde ich sagen. Da kommen keine Packers raus, alles klar, raus. Nee, aber das reicht nicht mehr. Das ist jetzt schon. Doch, das reicht noch. Okay. Da bin ich verschätzt. Aber umso besser. Was macht mehr? Rockets oder Barbaren? Ich gehe einfach mal auf die Barbaren. Schauen wir mal. Machen genauso viel. Ich switche einfach mal ein bisschen umher, bis da kein Crit mehr drauf geht auf die Hütte. Ach so. Ja, jetzt habe ich es noch verschlechtert. Umso besser. Nein, nicht besser. Ja. Ja, 12 Stages, 3 Defenses wegen den 2 Defenses da. Macht jetzt auch nichts mehr aus. Ich gedacht, ich verbessere es noch. Egal. Ich habe dann heute doch eigentlich eine ganz akzeptable Leistung. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, aber einen Kommentar da. Ich würde mich freuen und ciao.